So, Freunde, es ist soweit. Heute ist Community Ways und heute knallen wir die Szene. Heute wird geheizt, heute wird Spaß gehabt und ich gehe jetzt nochmal die Strecke abfahren. Ich check nochmal die Lage. Bis später. Ha 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 ha!
Hallo. So, erstmal warten hier, bis die Trommel weg ist. Jo, alles klar, läuft. So, herzlich willkommen hier auf dem Community Ways 9 im Bottrop, Schwarze Heide Flugplatz. Und zwar sind wir jetzt hier auf der Custom Show. Und unter anderem ist hier der Marvin, der seinen Yamaha Aerox ausstellt. Und ich würde sagen, der Marvin erklärt mal, was er hier so an seinem Projekt gemacht hat, wer er eigentlich ist. Und das Projekt sehe ich ja nicht zum ersten Mal, Marvin. Nee. Dann erzähl uns doch mal was zu deinem Projekt. Ja gut, also vorab, ich bin der Marvin Fries aus dem Saarland vom Team Black Blue Sprinter. Das ist unsere Yamaha Aerox, eins unserer Projekte. In dem Fall jetzt unser Custom-Projekt, Show-Projekt. Es war mal eine ganz normale Aerox, angefangen hat es mit meinem Straßenroller, den ich mit 14 bekommen habe. Hier brennt's, Marvin, hier brennt's. Feuerwehr? Feuerwehr. Ja, also es war mal mein Straßenroller, den habe ich also immer noch. Nur halt nicht mehr so, wie ich ihn auf der Straße gefahren bin. Angefangen hat es dann bei mir auch erstmal mit einer Sportvario und einem größeren Vergaser. Irgendwann ist das Ganze eskaliert zu einem High-End-Motor. In dem Fall ist es jetzt ein MK2 Racing, Max-Tune von Turbo Tuning, den ich vor ein paar Jahren in der DSSC gefahren bin. Index halt nur, jedoch auch ganz gut. Irgendwann haben wir uns aber dazu umentschieden. DSSC, Custom, beides immer hin und her bauen, das geht einfach nicht. Man kann nur eine Sache gut machen. Also haben wir uns in dem Fall bei dem Projekt dann für die Optik entschieden. Und, was mir auf jeden Fall auffällt bei deinem Projekt ist, er sieht jedes Mal etwas besser aus. Letztes Mal war so, die Lackierung, die war noch nicht so 100% genau. Top. Heute steht es hier 100% top. Also er macht es wirklich Stück für Stück, von Show zu Show, von Community Ways zu Community Ways, wird das Fahrzeug eigentlich immer schöner. Ja? Also man muss Dankeschön. Sagen, sie gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ein paar Kleinigkeiten muss er noch machen, aber ich glaube, wenn man an einem Custom Roller nichts mehr findet, was man nicht verbessern kann, dann ist es irgendwie auch gar kein Custom Roller. Richtig. Ja? Also ich würde sagen, der Nick, der macht noch ein paar Aufnahmen, schöne Aufnahmen von dem Roller. Und wir schauen uns so an, was wir noch drauf haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier bist auf Community Ways. Wie findest du das Treffen? Gut, gut, super. Wetter geil. Wetter ist mega. Für ich glaube, nächste Woche ist nur noch Regen angesagt. Und deswegen schauen wir uns jetzt ganz schnell noch ein paar Roller an. Danke. Gerne. Das Fahrzeug ist eigentlich was ganz Besonderes für mich. Und zwar ist es jetzt nicht super top lackiert. Ihr werdet jetzt denken, okay, was erzählt der Frank da? Nein, weil hier sind meine Scooter Deluxe Verkleidungsteile, die ich früher vor 15 Jahren modelliert habe, verbaut. Und zwar die legendäre Scooter Deluxe Front, die legendären Scooter Deluxe Heckbacken. Und ich bin immer noch sehr, sehr verwundert, dass meine alten Teile mittlerweile so einen hohen Marktwert erzielt haben. Und vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, was das Besondere für dich ist, diese Scooter Deluxe Verkleidung zu besitzen, weil ich fühle mich ja mittlerweile eigentlich recht geehrt, wenn ich weiß, 2005 habe ich diese Verkleidungsteile hergestellt und du kannst uns ja generell mal was zu deiner Yamaha Aerox sagen und, ja. Und stell dich mal vor und sprech mal richtig laut hier in die Kamera. Hallo, ich bin Leon Schmidt. Ich bin ja, da musst du auch schon ein bisschen lauter sprechen. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Bad Oeynhausen und ich habe mir die mit 14 Jahren geholt, komplett original, halt für Straße, gedrosselt, alles gefahren und am 16, 17, wo Auto losging, habe ich mich entschieden, okay, ich baue sie mal um. Ich will was Besonderes haben, was nicht jeder hat. Dann fing es an mit so Kleinigkeiten, zum Beispiel die Stage 6 Felgen, fand ich sehr gut. Und dann wollte ich unbedingt was Besonderes haben, was keiner hat. Und dann habe ich mich für Scooter Deluxe Teile entschieden. Da habe ich bestimmt 2 Jahre für gebraucht, die alle zusammenzukriegen. Darf man so wissen, was da gekostet hat, oder wolltest du ja lieber für dich bald? Die ganze Verkleidung, nur Scooter Deluxe? Ja. War ein bisschen 800 so ungefähr. 800 Euro, ein stolzer Preis. Ich glaub, aber mir war es wert. Ich glaube, ab morgen produziere ich wieder. Mir war es wert, weil ich finde ihn nirgendwo mehr. Ja. Scooter Deluxe Front, Scooter Deluxe Unterfront. Okay, der Einzige, was dir jetzt aber noch fehlt, ist eine richtig geile Lackierung. Richtig. Ne? Also auf welche Kategorie hast du jetzt hier abgezielt? Custom. Weil Custom. Optik ist ja glänzend und alles. Wollte ich gerade sagen, Optik richtig. Fehlt da so ein bisschen, ne? Aber du hast ja gerade gesagt, du sparst dir alles eisern zusammen. Azubi. Bisschen Azubi. Was machst du für eine Ausbildung? Fachkraft für Lagerlogistik. Fachkraft für Lagerlogistik. Gut. Ja, dann weißt du ja, wo die Kohle reinfließt. Richtig. Natürlich bei Streetlights. Ja, ne? Hoffe ich ja mal, ne? Lack verkaufe ich zwar nicht, aber vielleicht noch der ein oder andere Optikteil für deine Yamaha Aerox. Ja, ansonsten gibt es wirklich noch nicht viel zu sagen. Was hast du für Felgen? Stage 6 Felgen. Ja. RT70 habe ich verbaut. Und Voka. Voka Combat.
Okay. Richtig. Halt so Kleinigkeiten. Alles, eigentlich alles, was ich machen wollte. Nur mir fehlen halt noch die RT-Räume, Polinitoren, so Kleinigkeiten. Und ich hoffe, du bist auf den nächsten Community Ways wieder dabei. Immer dabei. Und dann werden wir die Fortschritte beobachten. Richtig. Und ich bedanke mich auch bei dir, dass du auf der Community Ways dabei warst. Wie findest du das Treffen? Bestens. Sonst bin ich hier. Ja, weißt du ja. Ich kann ja auch sagen, du kommst in die Scheiße. Ja, aber bestens. Habt ihr gehört? Bestens. Also, über den Banner hier. Macht's gut. Bis dann. We'll be right back.